Willkommen zurück, Leute, zu Pokémon Colosseum. Ich bin schon wieder beim Schnipsen hier. Das ist echt schlimm, Leute. Und ja, wir sind in Folge 54 angekommen und was soll ich sagen? Im letzten Part haben wir das Krall-Ding voll erledigt. Und Leute, wir fangen. Egal, ich höre auf. Ist so ansteckend, die Musik ist einfach nur so genial. Aber gut, ich weiß jetzt, wie es weitergeht. Ich habe mich mal informiert, überhaupt, wie denn der optionale Kram weitergeht, weil ich... Ihr wisst schon, derp, keine Ahnung. So. Und deswegen müssen wir jetzt, glaube ich, wir müssen nach Orkus, wenn ich jetzt richtig informiert bin. Ich habe mir natürlich gerade mal durchgelesen, was man machen muss, um nachträglich dann die Pokémon zu fangen und bla bla und so ein bisschen Optionals Kram abzugedönsen. Genau, wir müssen nach Orkus hier. Und hier alle kommen, kriegen wir ein PDA. Schon wieder meine E-Mail. Problem in Orkus, da sind wir schon direkt, Lenny aus Pyritus. Leute aus Orkus, die nach Pyritus kommen, berichten in letzter Zeit öfter, dass sie seltsame Pokémon gesehen haben. Ich denke, du solltest dich einmal mit Byte aus Orkus unterhalten. Er weiß bestimmt mehr. Na klar, Digga. Sind wir schon direkt unterwegs? Zero Problem, ich komme halt auf so Aufnahme von Pflanzen gegen Zombies und musste leider jetzt im Garten aller mögliches vielstes Geld liegen lassen. Das tat mir in der Seele wie als geldgeiler YouTuber. Oh Mann, naja, was soll's. Wir gehen jetzt erstmal zu Byte. Ich hoffe, du hörst meinen Ventilator nicht direkt neben mir, steht er nicht quasi, aber er soll nicht schön leiser. Ich bin stolz auf ihn, weil er wedelt ja auch nicht mehr so viel wie früher. Deswegen muss er so nah an mir dran stehen und ich will immer noch da links hin. Ich weiß noch nicht, wie wir da hinkommen. Ich weiß es doch nicht, ich weiß es absolut nicht, man. Aber gut, erstmal gehen wir zu Byte, mal gucken, was der so zu erzählen hat. Byte, Mann, was ist los, Digga? Hier war doch so süße Knilz. Knilz. Knilzi-Pilzi. Oh, ist Knilzi-Pilzi. Knilz. Ein Knilzi-Pilzi. So, du Datenhacker, was ist los? Es ist anscheinend der PC, das ist anscheinend der PC von Byte. Ja, was du nicht sagst. Ich dachte, das ist ein Taschenrechner. Egal. Ah, geil. Also in August scheint sich in letzter Zeit ein sonderbarer Trainer umzutreiben. Pissio weiß mehr. Er hat den Trainer wohl auch schon einmal mit diesem Krypto-Pokémon kämpfen sehen. Du findest Pissio beim Schrotthandel. Also geil, am besten gehst du zu Pisse und redest mit ihm. Ich soll zu Pisse gehen und mit ihm reden, ne? Toll. Ich stehe nicht so drauf, mit Urin zu reden. Der hat immer so wenig zu erzählen und riecht immer so seltsam. Nein, ich habe Spaß beiseite, Leute. Nein, Pissio ist natürlich ein total normaler Name. Und zufällig weiß ich auch, wer das ist. Und zwar, ihr werdet euch schon erinnern, das ist der Typ, gegen den wir schon mal gekämpft haben. Der hatte irgendwie zwei Weimers oder so. Oder hatte der damals schon Weilouts? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das, glaube ich, du hier, ne? Genau, Pissio. Hey, Pisse. Hey, was? Ihr wollt ja was über das Krypto-Pokémon fahren? Ja, wenn er mich im Kampf besiegt, dann erzähle ich euch etwas über seinen Trainer. Okay, let's go, Bitches. So, Leute, wieder mal fighten gegen Raser Pisse. Ja. Hat er sich eingestrollert, ne? Aus dem Strampler ist ja kein Wunder. Da kenne ich ihn übrigens auch nicht raus. Und oh mein Gott, ein Weilord. Und doch ein Weilord. Zweimal Level 56. Man kann es auch ein bisschen übertreiben. Aber Scaraborn und Ampharos werden da schon übernehmen für uns, nicht wahr? Hoffe ich doch. Inständig. So, einmal Durchbruch. Gebt aufs Maul. Dup, du. Und dazu einmal Dönerblitz. Kabam! Kasachong und macht gerade mal knapp die Hälfte Schaden. Oh, 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 oh. Das ist nicht schlecht, Mann. Ihr fetten Ding. Jetzt kommt der Donnerblitz, Mann. Und da tut richtig weh. Wir haben einen Blauwal besiegt. Oder ein Pottwal? Keine Ahnung. Auf jeden Fall reicht Scaraborn Level 53 und kriegt 4 Angriff. Oh, 4 Länder, geil! Ja, damit. Meins ist nämlich eine 120er Base Step Käfer Attacke. Das ist richtig übel. Das knüppelt so hart rein. Und dafür nehmen wir natürlich erstmal Ausdauer weg. Was soll ich mit dem Scheiß? Please. So. Schwupp. Ausdauer vergessen und wir lernen Vieländer. Vielender heißt in dem Fall, viele haben mich mal gefragt, was soll die Attacke eigentlich bedeuten? Oh Gott, Hydro-Pumpe. Könnte direkt ein bisschen wehtun. Boah. Fritschi voll geschnoddert mit Walsabber. Voll eklig. So, wir wenden es gleich mal an. Weil Scaraborn wird ja schneller sein. Bam. Oh, richtig epic. Und Vielender heißt nur, dass ein Pokémon viele Enden haben kann, glaube ich. Also es kommt von viel Ender. Also es kann ein Horn sein. Ich glaube, Rizeros kann das auch lernen. Mit seinem Horn. Also es ist eine primär eine Hornattacke, ne?
Ja, ich pack's einfach nicht. Du bist halt einfach dumm, außerdem bist du Pisse. Du riechst bestimmt ganz seltsam. Na gut, schließlich habe ich versprochen, euch von diesem Krypto-Pokémon zu erzählen. Der Trainer ist ein Typ im knallblauen Outfit. Er nennt sich Marino. Sein Pokémon ist ein Krypto-Tyrakrok. Oh geil, ein Krypto-Starter. Ich hätte immer noch lieber die Krypto-Starter der dritten Gen. Boah, wäre das geil. Ich will ein Hydropi. Oder ein Logok. Wohl ein Gewaltruf finde ich auch cool. Ich mag eigentlich alle Starter aus der dritten Generation ausschließlich. In der zweiten Generation, naja, ich bin jetzt nicht so der Megane-Fan. Da ist der Anime ein bisschen schuld, weil es war mir einfach zu zickig. Ich mag Endivi nicht. Und dass sich das auch nie weiterentwickelt hat. Doch, Lord hat natürlich, klar, hat sich weiterentwickelt, aber dann fand ich es irgendwie noch beschissener. Dann war es so, als wäre es in die Pubertät gekommen. Es war ja noch dümmer. Oh, boah, hat mich das immer aufgeregt, das Vieh. Mochte ich nicht. Konnte ich noch nie leiden. Ist mein meistgehasster Starter übrigens, so just for fun fact und so. So, wir gehen jetzt eh, wir gehen jetzt ins Kolosseum, meistert, halt, ne? Ins Kolosseum. Achso, wir müssen ja wieder eine CD einwerfen. Das finde ich übrigens voll behindert, dass man hier immer wieder hinlaufen muss und die CDs dann wieder reinstuben muss. Ich meine, man kann es auch sagen, ja, du hast die und die und die und die Disc schon mal ausgewählt. Welche möchte es denn diesmal sein? Dass man die Daten quasi drauflädt und dann happy ist und dann benutzt normal und dann sei diesmal nochmal happy, weil das ist... Die Alte kommt nicht mit, die Alte kommt nicht mit, die Alte kommt nicht mit. Hehehehe. Ist klar. Sie erwartet, weil sie nicht da ist. Scheiße, wann wärst du mal alleine losgefahren? Die wäre da niemals rübergekommen. Sie hätte springen müssen. Vielleicht wäre sie dann tot gewesen. Ich weiß doch sowieso, was ist. Weißt du, eigentlich brauchen wir die Alte gar nicht, weißt du? Wir sagen so PDA, ja gut, irgendein verdächtiger Typ, der so und so heißt und sein Krypto-Tyrakrok besitzt. Jetzt steht übrigens schon mal der Name da wenigstens. Finde ich interessant. Und das ist einfach nur... wozu brauchen wir die Alte? Wenn ich weiß, das ist ein Tyrakrok, der Typ heißt Marino. Oder so muss irgendein böser Evil-Knievel-Typ sein, ja? Der bräuchte die Alte dazu nicht. Ich sehe den Typen, weiß, oh, dort bist du. Mhm, ja, der hat einen Tyrakrok, ja, das kann Kryptoschlag, ja, ist meins. Weißt du, dazu bräuchte die Alte nicht. Ganz im Ernst. So, wir werden uns jetzt mal ganz schnell heilen, bevor ich da ins Kolosseum renne, weil der ist nicht so gut. So, einmal bitte wieder unser übles Motto. So, das war's auch schon. Komm, jetzt sind wir vorbei. Ja, klar, total. So, hallo. Kolosseum Orkus, willst du teilnehmen? Ja, warum nicht? Hey, du willst teilen mit denen, die du dabei hast und so? Okay, dann viel Spaß. Tschüssi. Oh, wir sind die Alte los. Geil, lauf um dein Leben. Ah, schön. Endlich mal ein bisschen, Frauen verzickt. Reese, wenn sie nicht da ist, dann kann sie doch das Krypto-Pokémon gar nicht entziffern, oder? Ich frage mich, ob die Animation trotzdem kommt. Ich glaube, wir sind das erste Mal im Kolosseum. Orkus, kann das sein? Weil hier sind die Pokémon nämlich gar nicht mal so schwach. Ishay, die Kinder auf der Straße sagen wohl, du bist ein Held oder sowas. Na gut. Aber irgendwie, ich laber viel zu schnell, um zu lesen. Mann, du Scheiße. Blöder Pimmel, du. Herlo und Lombrero, auch 55, das ist aber annehmbar. Ich fühle mich so ein bisschen wie im Käfigmatch hier. Guckt euch mal die Arena an, sieht sehr seltsam aus. H-Doppel-Null? Ist das hier eine Blutgruppe oder? Ach nee, ist gar keine Ahnung, sehe gerade. Ist ein Dreieck wohl. Naja, ist egal. Auf jeden Fall haben wir ein sehr gutes Matchup. Ich kann nämlich jetzt endlich viel ändern. Yay! So, wie konnte man auch Attacken sortieren oder geht das hier noch nicht? Na, dann geht's wohl erst in, oh. Ja, ich dachte, das ist Doppel-One-Hit-KO, kein Ding. Aber wenn er mit Mogelhieb ankommt, dann habe ich natürlich schlechte Karten. Denn Skarbon und schreckt zurück. Der Donnerblitz kommt zwar durch, aber... kein Doppel-KO für uns. Hm, schade. Oh, 800 XP für ein Perlu, gar nicht mal schlecht. So, hast du einen Baldorfisch? Ein Piv... Pickes oder wieso? Ich hab mir der Insider erzählt. Wird schon irgendeinen Grund haben, dass der Pix heißt. Pickes ist so wie... Critical Hit! Ja, da war bestimmt nicht nötig. Weil du bist nicht voll entwickelt, du bist empfindlich gegen Käfer, du bist tot. Weil, müsst mal überlegen, ne? Also, Durchbruch hat schon ein Stat mit 50%, 75 mit 50% mehr, das macht 37,5, also... Oh Gott, ich muss so viel rechnen hier. Oh Gott, gar nicht einfach, mal ungefähr 40 dazu. 112,5 Stärke. Ungefähr, Pi mal Daumen. Und mit Vieländer Step sind wir bei 180, ne? Also, ja, es ist ein Drittel stärker auf jeden Fall. Und das ist schon
Eine harte Nummer. Du bist tatsächlich ein Held. Ich werde es mir merken. Ja, wer solltest du dir? Denn würdest du hier nämlich nie wieder auftreten, mich nie wieder nerven und ich müsste nie wieder gegen dich kämpfen. Das wäre mir eine Freude persönlich. Colosseum Orcus Duell 2. Nicht RTR 2? Oh. Yeah, einer, der sich irgendwas Blaues in die Hose gepinkelt hat. Nee, ich glaube, das sind irgendwie nur einfach nur Hosen, die dumm aussehen. Biker Shudo. Shinichi Kudo. Ja, das war falsch. So war das nicht gemeint. So, ein Seemon und ein Seejung. Kannst bestimmt gut sehen. Ah, oh Gott. Wartet. So, hab ich verdient, ich weiß. Der war völlig unnötig. So, ich glaube, du machst da da einen Durchbruch und ja, tut weh, ne? Kasachonk! Jo, reicht aus. Tschüss, du Moppel. Und grüß mal Whitebeard von mir, so wie der aussieht. So, da ist nächste Seemon dran. Na, wahrscheinlich nicht, weil Seejung, Seemon wird schneller sein als unser Amphi. Ja, Aquaknarre, ja. Krass. Kannst du nicht mal einen Surfer? Schäm dich. Guck mal, Donnerblitz. Kabon. Da war ja kein Tökatschu für, da bist du down. Irgendwas in dem Döner muss ihm nicht geschmeckt haben. Der war nicht gut. So, da ein weiterer Durchbruch. Er macht Aufruhr, ist schneller von mir aus. Aufruhr. Mach mal nicht so wild mit deinem kurzen Hemd, du Arsch. Vor allem wie die Schadensanimation einfach nur so, Skarbon kriegt einfach nur Schaden. Weißt du, wenn ein Durchbruch kommt und jemand seine Käferfaust voll in die Fresse boxt, ja, verstehe ich, dass dann Schaden kommt. Aber wenn da einer einfach nur rumtanzt und hampelt und einfach nur ein bisschen Rambazamba macht hier, warum kriege ich denn Schaden? Das ist mir ein Rätsel, aber gut. Ich verstehe manche Pokémon-Attacken sowieso nicht. Ja, man sagte mal, Pokémon ist total harmlos. Du bist tatsächlich nicht schlecht. Aber ich war noch nicht der letzte Gegner, glaube ich. Irgendwas stand da. Ja, ich finde, manche Attacken sind ein bisschen übertrieben, so. Gerade Eisstrahl. Voll so Eisstrahl in die Fresse kriegst und dann einfach nur zum Eisblock gefrierst oder Flammen, wofür du einfach nur komplett niedergeburnt wirst. Stelle ich mir schon schmerzhaft vor. Und dann sagt man, ja, Pokémon-Kämpfe sind ja nicht so schlimm, ne? Naja. Krypto-Pokémon, damit habe ich nichts zu tun. Ich will einfach nur kämpfen. Oh, schon wieder so eine Muscle-Sexy-Woman. Da verkrüppelt in mir alle Männlichkeit. Ein Kirlia und ein Azumarill. Dann auch noch so eine Sweet-Pokies, ne? Ist ja voll nicht. Stell dir vor, so eine, kommt so eine muskelbepackte Alte und packt so ein, ja, einfach nur so ein, ja, ihr wisst schon. So ein, ja, so ein Ballerina-Pokémon aus, ja. Da schickt er einfach viele einsetzen. Viel einmal so sieht richtig cool aus. Hat sich ausgeschwant. Kannst den sterbenden Schwan machen. Bläne Ente. So, ein Noctu, das ist auch Opfer meines Donnerblitzes. Du, du, du. Aber erstmal kommt ein Summerald One und das ist mal down. Ist ja mittlerweile ein Feen-Typ, ne? Durfte ich letztens schmerzlich feststellen, als meine Drachenattacke auf einer Zumerald plötzlich keine Wirkung mehr hat. Das ist doch nicht normal, das kriegst du der Kretzer. So, jetzt habe ich ein Problem. Da sind zwei Opfer für meinen Donnerblitz, aber ich habe nur einen Amphi. Das ist voll mies, Mann. Was tue ich denn jetzt? Ich hätte gerne jetzt einen Steinhagel, aber leider sorge ich sowas nicht. Noctu hält echt viel aus, aber Pelipper auch. Gerade im physischen Bereich ist es gar nicht mal so schlecht. Ja, haust du einfach viele in der rein. Vielleicht mache ich einen Crit und reicht. Du bist es Amphi schneller, aber ich erstaunt. Oh, reicht nicht. Oh, das seems aber pretty epic und so. Bam. Und das macht nicht mal die Hälfte. Oh nein, ein Doppelteam Noctui. Wer macht denn sowas? Das ist schon mal nett, nett. Dedet. Und noch ein Doppelteam-Pokémon. Yay, wo ist mein Natara? Ich brauche Finte. Ihr seid gleich tot. Ich hasse euch. Ich glaube, ein Ventilator macht ganz komische Geräusche, wenn ich rede. Ja. Oh, schon wieder Flinkclown Action. Yay. Pelipper wurde weggeschnetzelt. Glücklicherweise hat der Donald jetzt auch getroffen. So ein Doppelteam. Das ist schlecht.
Meine Attacke ging daneben. Dan macht Durchbruch. Das ist übrigens neutral. Fällt mir jetzt gerade das auf. Scheiße. Mann. Oh. Oh. Na. Na. Nein. Das reicht nicht aus. Aber es ist ein Tool-KO. Dönerblitz, triffst du bitte? Na, warum? Warum denn? Warum sollte es denn auch treffen? Töten! Mann! Oh. Scheiße, Skarabon. Aus. Oh. Ja. Flugattacken sind leider sein schlimmstes aus. Also Psycho-Einfachschwäche ist okay. Feuer-Einfachschwäche ist auch okay. Aber Flug-Vierfachschwäche ist einfach gemein. So, nach Tara, würdest du bitte dein Doppelteam-Töter tun? Das wäre hat's aber freundlichst. Jetzt triffst du wieder Donnerblitz endlich. Na toll. Das hat ja richtig früh geklappt. Hätte dann auch ein bisschen eher klappen können. Da wäre mein Skarmon jetzt nämlich nicht down und alle wären happy. Aber nee, musste ja daneben gehen, Alter. Hätte ich doch nur ein Krypto-Pokémon gehabt. Ach, ich denke, du hast damit nichts zu tun. Sehr authentisch, die Dame. Oder was auch immer es denn darstellen soll. egal, Kolosseum, Orkus. Ne, wir wollen ja sagen, nee, Frauen dürfen keine Muskeln haben. Frauen müssen schwach und schlank und schmal sein. Aber wenn ich eine muskelbepackte Frau sehe, die einen Köder benutzt hat und pinke Haare hat, dann möchte ich einfach nur irgendwie mich in den Eimer stundenlang übergeben. Artist Kyrola. Okay, whatever. Saganabis und Giflor. Ja. Ich sag mal so, das begrüße ich irgendwie, ne? Weil, ja, Amphi ist halt Elektro, ne? Und Skarabon, ja, kann wenigstens auf jeden Fall Giflor mit einem Fehlender neutral treffen. Durchbruch wäre jetzt ja nicht sehr effektiv. Ich bin so froh, eine Käferattacke zu beherrschen. Manchmal ist sie als Coverage-Move gar nicht schlecht. Wenn jetzt an sich jetzt, naja, sagen wir mal so, Käfer ist jetzt nicht der Beste, aber schon. Ah, ja, manchmal ist echt ein guter Move. Bam! Über die Hälfte. Fast down. Bam, bam, bam. Very effective. Und Tschüssikowski. Saganabis hat sich denn mal wohl in den Abyss zurückverzogen und wir kriegen 1000 XP. Oh yeah. Skarma habe ich Level 54 und erhält wieder einiges an Angriff. Very good. Ein Kecleon. Du bist ein Normaltyp, ne? Weißt du schon. Ich meine, ich weiß, du wechselst deinen Typ. Oh Gott, Anziehung. Nein, Amphi, don't do that. Oh, no. Ich weiß nicht, was Kecleon vorhat. Aber pass mal auf, meine Strategie ist, Giflor hat Amphi angezieht. Das ist immer schlecht. Wenn ich jetzt Giflor mit Skarabon finische, Durchbruch müsste reichen, dann ist ja die Anziehung aufgelöst und Amphi ist ja später dran. Ne? Na gut, könnt doch die Flinkklaue greifen und meinen ganzen Plan zunichte machen, weißt du was? Versuch's einfach durchzukommen. Ich schnapp mir auf jeden Fall den Vogel da mit dem Durchbruch. Denn Insider Kecleon ist in der speziellen Verteidigung wesentlich besser, physisch überhaupt nichts und deswegen denke ich mal, ja, reicht das aus. Schlüssel, du Schlappen! So, Amphi erreicht gleich 54, das ist schön. Da kommt ein Tohaido, ein scheiß Death-Pokémon, yay! Na, du kriegst auch einen Durchbruch ab und bist in einem Eimer, Kumpel. Und einfach ist es Starvorliebe, ja warum auch nicht. Da kommt eine Stachelspore, ja die sollte jetzt nicht auf Skaraborn gehen, nee geht's auch nicht. Naja, ich würde ja generell Stachelspore und Donnerwelle mal eher gegen Pokémon einsetzen, die auch wirklich schnell sind, weil da lohnt sich halt irgendwie wirklich. Weil, ja gut, man hat zwar eine 25% die Chance irgendwie nicht angreifen zu können, aber ist das jetzt wirklich so viel wert, dass man sagt so, ja, ich muss jetzt auch langsame Pokémon paralysieren. Naja, weiß ja nicht. So, Rauhaut, ja gut, 10 KP. Stecke ich weg, am voraus reicht Level 54 und hält 4 Spezialangriff, das ist schön. Dup, dum, dum. Ich finde die Musik immer seltsam. Razorleaf. Ein Razorleaf. Ja, Amphi hat genug Spezi-Def und gegen Skarabon ist das nicht effektiv, allerdings ist es ein Crit, also macht gleich viel Schaden. So, Amphi ist immer noch verliebt und kommt sogar durch und ist nicht paralysiert. Das ist ja auch nicht selbstverständlich bei mir, ne? Weil 75% Chancen, naja, wisst schon, ne? Wobei, eigentlich ist ja die 75% Chance, nicht anzugreifen, ziemlich hoch. Ne? Heißt, wenn man die 25% trifft, ist es so wie ein Donnermiss. Also passiert bei mir häufig. Also müsste ich ja eigentlich öfters bei sowas durchkommen. Aber irgendwie das Gefühl, wenn ich so eine Situation habe, komme ich kaum durch. Und der Donner geht viel zu häufig dafür im Verhältnis dagegen neben. Ne, so in etwa. Kann man sich, glaube ich, so ausrechnen. So, haben wir gedatet übrigens. Aber irgendwie war keine Krypto-Tante dabei. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg. Was für ein phänomenaler Kampf. Preisgeld, Geld.
Und TM37. Oh, schön. Was ist denn TM37? Oh, ich habe was im Auge. Ekelhaft. Wir hoffen, dich bald wieder im Turnier begrüßen zu werden. Ja, hier im Kolosseum. Dingen war gar nichts. Was ist denn da los? Hab ich something doing wrong und so? Oder was ist hier los? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir Sandsturm erhalten. Hey, wow, voll nützlich und so. Ja, und was ist da going wrong und so? Ja, mein Englisch ist pretty gut. Ich schaue euch über very much. Ja, Problem in Orkus. Hier im Kolosseum in Orkus. Aber hier ist doch ja alles. So eine Scheiße. Egal, Leute. Heute ist nichts passiert. Wir haben keinen Finny gefangen, nein. Und ja, aber am nächsten Party muss man erstmal informieren hier, warum war jetzt hier kein Marino? Ich habe keinen gesehen in der Richtung. Aber gut, im nächsten Part, denke ich, werden wir das rausfinden und sollte es nicht so sein, dann haben wir ein Problem. Bis dann würde ich sagen, wir machen so ein Motto oder so. Macht's gut, haut rein. Tschüss, Sikorski und ciao.